Ja, aber Holzwerkzeuge haben wir doch genug. Ich habe hier unten noch keinen Platz für eine Schusterei irgendwo. Doch, ich hätte hier Platz, aber das ist doof. Und ich hätte hier Platz, das ist auch doof. Eigentlich müsste ich die Schusterei wirklich da oben bauen. Ja, ich glaube, das können wir machen, sobald unser Kundschafter zurück ist. So, er pennt erstmal hier. Und ich glaube, ich werde dann anfangen, Stein zu nutzen, um Straßen zu bauen. Sobald ich die Ölfläschchen auch noch zusammen habe. Du kannst trainiert werden. Okay. Ich verpiss mich schon. Oh, da sind ja noch mehr. Und seht ihr, meinen Kundschafter lassen sie in Ruhe, wenn ich mich zurückziehe. Die sind nur angepisst von meinen Soldaten. So, kann ich den hier bereits helfen? Ja. Überglücklich wurden wir von den Männern und Frauen der Rotschwingen umringt, als wir dem Stammesältesten die versprochene Nahrung und Medizin überreichten. Das Überleben des Stamms war gesichert. Von nun an würden sie auch ohne unsere Hilfe weiterkommen. Ihre Zelte wieder aufbauen und schon bald würde alles Unheil vergessen sein. Doch eins würde uns bleiben, ihre Dankbarkeit. Das stimmte mich froh, auch wenn wir nun für immer die Spur unserer Feinde verloren hatten. Ich wusste nicht mehr, wohin ich unsere Leute von jetzt an führen sollte. So grübelte ich vor mich hin, als Torvald breit grinsend mit einer alten Frau auf mich zukam. Diese alte Frau wusste von einem alten Heiligtum der Windländer im nördlichen Gebirge, das von kriegerischen Wächtern bewacht wurde. Eine geheimnisvolle Höhle gäbe es dort, in die Ratsuchende hinabsteigen, um Antworten auf all ihre Fragen zu erhalten. Torvald war sich sicher, dass wir nur dort finden konnten, was wir suchten. Voll des Dankes zeigte uns der Häuptling eigenhändig den Weg, auch wenn er selber nicht an diese alten Sagen glaubte. Finde die Höhle des geheimnisvollen Schamanen. So, ihr seid Freund. Ihr noch nicht. Gut, das heißt, wie geplant, ein Lagerzelt und die nötigen Ressourcengebäude. Also Goldschürfer, Eisenschürfer und den Rest bauen wir hier unten auf. Das heißt, hier werden noch Teile des Waldes weichen müssen. Ja, will.
Ach ja, ich wollte ja hier einen Wegweiser bauen. Wo baue ich den am besten? Ja, geh du erstmal schnarchen. Auch gut. Oh, die Holzwerkzeuge hier wurden von jemandem aufgesammelt. Wurden sie doch, oder? Sieht danach aus. So, ein Wegweiser. Hier. Ich meine, Goldmine. Können wir dann hier hinbauen? Ja, da, das dürfte das gesamte Gold abdecken. Eisenschürfer ist halt so das Problem, aber wie gesagt, Eisen. Können wir dann auch ertauschen, ziemlich billig. Nämlich direkt hier nebenan. Und Gold würde ich halt hier gegen Eisen ertauschen. Weil das hier ist mir zu teuer. Definitiv. Und ja, Gold gegen Möbel. Da ist Gold gegen Eisen billiger. Ich tausche dann sozusagen zwei Nahrung gegen ein Gold. Und die hier drüben, die haben ja leider nichts Besonderes für mich. Außer Holz, aber guckt euch das mit dem Holz doch mal an. So, du kannst hier weiter noch futtern. Dann muss viel mehr Wald weichen. Erstmal für den Schuster. Und ja, über Pilze und Ölfläschchen würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ich meine, hier unten sind noch jede Menge Pilze. Okay. Ja. Ja. Und da noch ein Wegweiser, der dürfte reichen. Müller kann trainiert werden, das ist gut. Kann ich die beiden noch verbinden? Ja, kann ich. Gut. Ja. Kann trainiert werden, ist auch gut. Mach den da noch weg, dann dürfte da Platz für eine Schusterei sein. So, das dürfte schon reichen.
Ja, die bauen wir aber erst, wenn ich die Ölfläschchen hier zusammen habe, die ich brauche. So, jetzt fäll hier mal weiter Holz. Also mach hier mal den Wald weiter platt. Naja, unser Holzfäller kriegt hier drüben und hier unten noch mehr als genug Holz. Zur Not können wir ihn auch hier rüber verlegen, an den Wald. Oder da einen zweiten errichten. Inklusive Möbelwerkstatt dann. So, Brauerei dürfte hier jetzt Platz haben. Aber noch kein Zweifamilienhaus. Wobei, das sollte ich eher hier oben hin bauen. Also muss hier noch das Holz weichen. Ja. Okay, wir haben die Ölfläschchen. Das heißt, wir können auch euren Tribut zahlen. Wie groß war die Freude, als wir den Waldläufern die Hilfsgüter übergaben? 100 glückliche Gesichter lachten uns an und stimmten ein Gesang zu unseren Ehren an. Zufrieden sahen wir zu, wie die Frauen und Kinder die Nahrung und die Medizin aufteilten. Wir hatten etwas Gutes getan, doch dafür unser Ziel, die unbekannten Feinde zu stellen, aus den Augen verloren. Nun konnten sie auch weiterhin wehrlose Dörfer wie das der Waldläufer plündern und brandschatzen. In diesen düsteren Gedanken versunken, bemerkte ich nicht, wie häuptlingweckender Ruf hinter mich trat. Er schien zu ahnen, was mich quälte, denn er lächelte mich an und vertraute mir ein Geheimnis seines Stammes an. Tief im Herzen der Erde, so ging eine Sage der Winländer, lebte ein allwissender Schamane, der die Antwort wusste auf alle Fragen. Dieser weise Medizinmann konnte uns sicher helfen, unsere Mission fortzusetzen. Zum Dank für unsere Hilfe schickte er eine Botschaft an die Wächter des Heiligtums, sodass sie uns unbedingt passieren lassen würden. Voller Zuversicht machten wir uns auf den Weg. Auch gut. Das heißt, wir brauchen eigentlich das restliche Zeug nicht mal bauen, denke ich mal, aber geben wir es mal trotzdem in Auftrag. Oh ja, du solltest vorher noch Nahrung zu dir nehmen. So. Das heißt, ab nach oben mit dir. Ihr beide, ihr könnt wieder Bauarbeiter werden. Auch wenn wir es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werden. Das freut mich echt, dass wir uns nicht mehr durch die Wächter durchkämpfen müssen.